I met a person, his name was Mr. Dürr. And Mr. Dürr worked together in earlier times with Mr. Werner Heisenberg. And he told us so much interesting stories about the physicist and the person and the life of Mr. Heisenberg that we decided to make a series about this person. Der Physiknobelpreisträger Werner Heisenberg ist seit frühester Jugend fasziniert von den Gedanken Goethes. Die Harmonie und Ästhetik der Natur begegnen ihm in mathematischen Formeln. Mit ihnen beschreibt er. For such a project is the main thing the research and to find the persons who are in front of the camera and want to be in front of the camera and to find archive materials or to get the rights. So this period is it needs round about 3-4 months, yeah, normally. Then the real shooting time is not so much. It's during 1 month, and then the editing again is 2 months to 2.5 months. So for this you need nearly a year for such a project. This series is made for the public TV channel. It's a special educational channel, but if you view this channel, then everybody can see this. We produced 6 episodes with 15 minutes. Der Vater, der war bestimmt ein ehrgeiziger Mann, denn ich meine, er ist aus einer Schlosserheimat, sozusagen sein Vater war ja Schlosser, ist er dann irgendwie ausgebrochen und ist Byzantinist geworden und hat sich vergraben in die alten Dokumente. Das ist ja ein ungewöhnlicher Lebenslauf und das heißt, er muss eigentlich sehr, sehr ehrgeizig, sehr strebsam gewesen sein und bestimmt auch für seine Söhne, das stelle ich mir so vor, ich habe ihn ja nicht mehr erlebt. The main problem we had was how to find the right pictures. That was the main problem for us. Because it's a theory, you know, and it works, but how can you show it in a film? You combined expert with interviews with her daughter, and then the theory, and it must be one thing. And this is very difficult. And the other thing, yeah, it's only 15 minutes, and it's a very complex theme. And therefore, 50 minutes, it's a little bit too short, you know. Ein Band des griechischen Philosophen Platon in Originalsprache ist Heisenbergs Dachlektüre. Was ich dort las, kam mir völlig absurd vor. Da wurde behauptet, dass die kleinsten Teile der Materie aus rechtwinkligen Dreiecken gebildet seien. We tried to find a new visualization because the thoughts of Mr. Heisenberg round about quantum mechanics, it's not so easy to find a picture for this, you know. Therefore, we combined digital effects with real pictures and we find another way for the earlier, very early times, the Super 8 or home movie style, and we make reenactment in this style. So that is very private and more directly to the person. Der Philosoph Demokrit hatte andere Vorstellungen. Er glaubte, dass man irgendwann auf winzig kleine Objekte stößt, die nicht mehr weiter teilbar sind, die Atome. Er stellte sie sich vor wie winzigste Billardkugeln. Aus der unterschiedlichen Anordnung dieser Atome, so glaubte Demokrit, sind alle Erscheinungen der uns bekannten Welt aufgebaut. We need a lot of experts also, yeah. And because to declare what is quantum mechanics, it's not so easy for us, and therefore we need experts that this is right. So these people were also combined with the rest of the team. Werner Heisenberg made a lot of audio comments, and we said, oh, these audio comments, we need to have a bridge between the history and now. And we said, okay, his son should read this, his audio comments and explain this.
And I think this was the balance between the history and the today. Schon als ich die untersten Klassen des Max-Gymnasiums in München besuchte, interessierte ich mich für Zahlen. Es machte mir Freude, ihre Eigenschaften zu kennen, zum Beispiel zu wissen, ob sie Primzahlen seien oder nicht, und zu probieren, ob sie vielleicht als Summen von Quadratzahlen dargestellt werden können. Das Wort hochbegabt reicht kaum aus, um Heisenbergs Talente zu beschreiben. Mühelos erlernt er die Feinheiten der mathematischen Sprache. Seine Mathematikbücher am Gymnasium werden ihm schnell langweilig und er bittet seinen Vater um anspruchsvollere Mathematiklektüre. Dieser bringt ihm eine Mathematik. The cost for this series were around about 300,000. It sounds a lot, but it's not a lot. Yeah, we have around about 70 persons in this production, and so you can see the money is not too much. They use it because every episode is only 15 minutes, and we produced all these kinds of educational program during this length, because the teachers like this length. They don't like half an hour because then they can't teach anymore. It's an opener for the kids to open and to become interest in this content. So I think that's the very best thing you can do with a movie. More, I think you can't do with a movie. Ein Jahr vor Heisenbergs Geburt hatte der Physiker Max Planck über die Eigenschaften von Energie und Licht geforscht. Er erkannte, dass sie nicht als kontinuierliche Strahlung auftreten, sondern in Form von genau definierten Energiepaketen. Vergleichbar ist das mit Wasser, das nicht als Strahl, sondern in gleichförmigen Tropfen herabregnet. Max Planck nannte diese Energiepakete Quanten. Seine The problem is that we have not the rights on this project. We can't sell it in other countries, you know, because the public TV channel paid for everything. It's a buyout, you know, and therefore we can't sell it. It's a pity because a lot of other channels ask us, oh, Heisenberg, it's interesting, can you do it for us or so? Maybe we make a new project. Durch die Diskussionen mit seinen Jugendfreunden findet Werner Heisenberg einen Schlüssel zum Verständnis für Platons berühmtes Höhlengleichnis. Platon vergleicht darin die Menschen mit Wesen, die in einer tiefen Höhle gefangen sind. Licht erhalten sie von einem Feuer hinter ihnen. Doch sie können nur nach vorne schauen, gegen eine Wand. An dieser Wand erscheinen für sie in Form von Schattenrissen die Dinge der Welt. Platon vergleicht dies mit dem Alltag von uns Menschen, indem wir Dinge für real halten, die in Wahrheit nur wie Schatten der eigentlichen Wirklichkeit sind. Gelegentlich kann I have a son. It's 12 years old, and I have these episodes on my iPad, you know. And he always, when I come home and he saw my iPad, then he takes away and like to game with this. And he saw the films of Mr. Heisenberg. He opened it, and I don't know about this. And he came later to me and said, "I can't believe if this is real." What's real? Yeah, I can't believe. And he's 12 years old, and I say, what do you talk about Heisenberg? Yeah, I saw four episodes. It's really interesting. And I was really astonished because it's very complicated. And so, but it sees that it works, you know. Werner Heisenberg wagt eine neue Sicht auf die Wirklichkeit. Sein Blick richtet sich hinter die Schattenwelt des Lebens. Auf die kleinsten Bausteine der Materie, die Quanten.